Von dem Start mussten wir ein bisschen tanken. Nicht nur wir, die Hubschrauber auch. Und da stand ein Planespotter herum. Den habe ich mal gefragt, was der so getankt hat. Und angeblich waren das über 400 Liter. Naja. Dem Sebastian, der uns nach Eberswalde-Finow fliegt, ist der Start gut gelungen. Meine Aufnahme ist leider gescheitert. Aus irgendeinem Grund hatte sich die GoPro abgeschaltet. Ich habe keine Ahnung warum. Ja, schauen wir mal. Sebastian hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch die Kontrollzone am BER zu fliegen, also vom Süden über Mike Kontrollzone nach November und ein Stück durch Berlin durchzufliegen. Sebastian überfliegt ja den Flughafen BER. Im Betrieb waren die Pisten 25 links und 25 rechts. Er bekam die Anweisung, über den Threshold rüber zu fliegen und dann direkt nach November abzubiegen. Hier links vom Flugzeug sieht man immer mal wieder kurz das ehemalige Flughafenfeld
Tempelhof. Wir fliegen gerade den Treptower Park und die Spree und haben Sicht auf Rummelsburg direkt voraus. Vorbereitungen auf die Landung in Eberswalde-Fino. Anflug auf die Piste 28. Sebastian wird zwei Touch and Goes durchführen und eine Abschlusslandung machen und den Rückflug werde ich dann übernehmen. Das Warngeräusch, was eben zu hören war, ist die Überziehanlage. Das bedeutet, dass das Flugzeug kurz vor einem Strömungsabriss ist. Aber das ist so gewollt, kurz vor der Landung und dem Aufsetzen.
Sebastian hat die erste Platzrunde hinter sich, ist gerade in den Queranflug bis zur 2.8 gegangen und macht noch einen Touch and Go. Hier hat er ein bisschen überschossen, es war sehr windig an dem Tag, ich hatte das auch falsch eingeschätzt. Zweite Platzrunde liegt hinter uns und die angekündigte Abschlusslandung. Eberswalde-Fino war ursprünglich ein etwas größerer Flugplatz. Es wurden viele Solarpanels installiert, sodass viel Fläche weggefallen ist. So sind auch einige Taxiways weggefallen, sodass man hier, wenn man auf der Piste 2.8 landet, einen Backtrack machen muss, um auf den Taxiway zu kommen. Den Rückflug nach Schönhagen übernehme ich. Hier mache ich noch einmal eine Kontrolle des Triebwerkes, ob auch alles funktioniert. Und danach können wir uns den Start angucken. Yeah.
Meine gewählte Route ist der Westen von Berlin. Wir fliegen über Spandau, den Flughafen Tegel, den ehemaligen, in Potsdam vorbei und wieder zurück nach Schönhagen. Am ehemaligen Flughafen Tegel erwarteten mich zwei Regenwolken, einem Westen, einem Osten. Ich hatte das Glück, dass sie relativ stationär waren, sodass ich dennoch hindurchfliegen konnte. Denn als Sichtflieger bin ich ja dazu verpflichtet, Wolken auszuweichen. Ich darf also nicht hindurchfliegen. Direkt voraus der ehemalige Flughafen Tegel. Hier schön zu sehen die Regenwolke im Westen des Platzes, die Wolke im Osten des Platzes. Mehr über der Stadt Berlin war auch stationär, sodass ich zwischen ihnen durchfliegen konnte.
ihr langsam in Sichtweite gelangt das Olympiastadion Berlin. Ich bin den Flugplatz Schönhagen direkt aus dem Norden angeflogen und habe ihn auch überflogen in einer Höhe von 2000 Fuß. Die Platzrunde beträgt hier 1000 Fuß, das heißt 1000 Fuß unter mir waren Flugzeuge in der Platzrunde gemeldet. Wir haben 4 Stück gezählt, 2 befanden sich im Gegenanflug und 2 im Queranflug, also da war ganz schön was los und von oben hatte ich eine gute Übersicht, wo sich die Flugzeuge alle positionierten.
Hier drehe ich gerade in den Querenflug bis zur 2.5. Ich mache das genauso wie Sebastian in Eberswalde-Fino. Auch ich werde jetzt zwei Touch-and-Go-Landungen durchführen und eine Abschlusslandung machen, sodass ich auf meine drei Landungen komme, die ich ja brauche zum Erhalt der Berechtigung, Passagiere mitzunehmen. Alle 90 Tage muss ich das machen. Also spätestens. Ja, KI-Musik. Meine erste Landung seit Anfang November. Viel zu flach und etwas zu früh aufgesetzt. Übung macht den Meister. Besser.
Mal Mensch, Butter weich kann ich auch. Auch wenn man die Abläufe im Cockpit irgendwann auswendig kennt, bin ich trotzdem ein großer Fan davon, weiterhin die Checkliste zu benutzen. Muss aber jeder für sich selber wissen. Ich rolle die Robot 200 jetzt zurück zur Halle Oskar, wo sie für den nächsten Flugtag eingelagert wird. Habt ihr das nicht gehört? Und da kam nochmal die Meldung vom Tower. Wie ist denn jetzt so ein Aussehe? Und da flog er schon über mich rüber, sagt er, startet durch. Ich so, ja, ich hab den vergessen. Ja, was soll ich denn machen? Kann er nicht einfach auf den Rasen hören?
Das genaue Rollen auf dem Boden finde ich persönlich als das schwierigste Manöver im Flugzeug. Da fehlt mir einfach noch ein bisschen Routine, aber das kommt dann über die Jahre. Check das doch aus und Flugzeug abstellen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ja, ich habe die Cockpitbeleuchtung nicht ausgemacht, sehe ich gerade. Meine Fresse. Danke. Entschuldigung. Okay. Sehr nett. Lock off. Rechts ein. Nee, 15, 59. Brakes on. 15. Ja, ich will mir das angewöhnen, weil ich sehr schlüdrig damit umgegangen bin in letzter Zeit. Aber dazu sind doch, du schreibst es doch da eh auf, das meine ich. Ist ja für mich, für meine Unterlagen. Mhm. Ich will mir jetzt angewöhnen, dass ich es immer vor Ort direkt aufschreibe. Das ist jetzt nur für mich. Nee, das meine ich, aber du schreibst es ja da eh auf und du kriegst ja einen Durchschlag. Genau. Ja, dann hast du es ja genau, eh. Genau, ich möchte es auf meinem Flugplan, möchte ich das. Siehst du, eigentlich hatte ich geplant, dass ich hier mitschreibe, aber... Genau. Sag mal nochmal die Blockzahl, also wann ging's los? 14.42 oder was?